Deutsche Musik, Black Metal. Sein Name Hendrik Möbus. Er und zwei Kumpane hatten im April 93 ihren Mitschüler Sandro Bayer brutal gequält und erdrosselt. Für Möbus war es bloß die Hinrichtung eines Volksschädlings. Nach 5 Jahren Gefängnis ist der Thüringer wieder frei, auf Bewährung, offenbar zu früh. Denn von Reue ist bei ihm nichts zu merken. Im Gegenteil, Möbus predigt Rassenhass und lässt sich unter den Teufelsjüngern als Held feiern. Den Reportern liegt ein Video aus Satanistenkreisen vor, darauf zu sehen, Möbus bei gestellten Mordszenen. Michael Bartsch hat die Spur des Satanisten verfolgt. Nichts haben wir gemeinsam mit den Untauglichen und Verworfenen. Lasset sie sterben in ihrem Elend. Ein Zitat von Aleister Crowley, dem geistigen Vater des modernen Satanismus. Die extremste Form, die Underground-Musik Black Metal. Es geht gegen die Kirche, es geht um Hass und Gewalt, es geht um Tod und Teufel und um Menschenopfer. Was in diesem Video nur eine blutige Inszenierung ist, wurde in Thüringen Realität. Mühlhausen im Februar 1994, Beginn im sogenannten Satansmordprozess. Polizisten führen die Musiker der deutschen Black-Metal-Band Absurd in den Gerichtssaal. Unter ihnen der damals 17-jährige Hendrik Möbus. Er nannte sich selbst ein Kind des Satans. Möbus und die zwei anderen Bandmitglieder von Absurd werden wegen Mordes verurteilt. Das Opfer Sandro Bayer, ein 15-jähriger Mitschüler. Diese Hütte auf dem Totenberg bei Sondershausen war der Probenraum für die Gruppe Absurd. Die kleine Datscha gehörte Hendrik Möbus' Vater. Am 29. April 1993 wurde Sandro Bayer hierher gelockt. Hendrik Möbus und seine beiden Freunde haben den 15-jährigen Mitschüler erst gefesselt, dann stachen sie auf ihn ein und schließlich haben sie ihn mit einem Elektrokabel qualvoll und langsam erdrosselt. Die Geschichte eines angekündigten Mordes. 2 Monate vor dem Verbrechen entsteht dieses Video der Band Absurd, gedreht am späteren Tatort. Wenn der Vollmond scheint. Die Polizei hat das Video beschlagnahmt und aus dem Verkehr gezogen. Trotz der brutalen Bilder ging die Staatsanwaltschaft im Prozess nicht von einem satanistischen Ritualmord aus. Folge: Hendrik Möbus bekam 8 Jahre Jugendhaft. Vor kurzem wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Hendrik Möbus ist zum Star der deutschen Black-Metal-Szene geworden. Der Beweis nachzulesen im Black-Metal-Almanach im Internet. Hier brüstet sich Hendrik Möbus mit dem Mord an Sandro Bayer. Hendrik Möbus sagt, ich zitiere: Am 29.04.93 haben wir uns dazu entschlossen, dem Leben eines lebensunwerten Geschöpfes ein Ende zu setzen. Und er zeigt sich mit einem Foto auf der gleichen Internetseite. Hendrik Möbus hat im Gefängnis nichts, aber auch gar nichts dazu gelernt. Das muss jetzt auch die Staatsanwaltschaft zugeben. Sie hatte der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung zugestimmt. Möbus musste von den 8 Jahren nur 5 absitzen. Warum wurde die Haftstrafe von Hendrik Möbus jetzt auf Bewährung ausgesetzt? Das Gericht ist damals davon ausgegangen, dass er die Tat verarbeitet hätte. Er hat sich in der Anstalt, aber auch sonst psychologisch begutachtet, so verhalten, dass man von einem künftigen straffreien Leben ausgegangen ist. Wenn das Gericht das damals gewusst hätte, was wir heute wissen und was wahrscheinlich das Gericht auch heute weiß, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Bewährung nicht erteilt worden wäre. Nach seiner Haftentlassung verherrlicht Möbus den Mord nicht nur im Internet, sondern auch in dem Buch Lords of Chaos, soeben in den USA erschienen. Die Autoren stellen die extreme Black-Metal-Szene vor. Auf der Rückseite die sogenannten Helden der Satanisten. Unter den Mördern und Selbstmördern finden wir auch Hendrik Möbus. In einem Interview prahlt er: Jede Sekunde stirbt ein Mensch. Also ist es unnötig, um diesen einen Mord einen großen Wirbel zu machen. Möbus spricht jetzt offen von einem archaischen Opferritual. Die Staatsanwaltschaft sieht sich getäuscht. Dieser Mann hat nichts gelernt. Der hat nichts aus der Tat gelernt und er hat bis heute noch nichts gelernt. Und er scheint wohl auch in der Szene eine Integrationsfigur zu sein, die hoch angesehen ist. Und von daher halte ich ihn für die Szene und für die jungen Leute auf jeden Fall für sehr gefährlich. Hendrik Möbus wohnt wieder bei seinen Eltern in einem gutbürgerlichen Viertel in Erfurt. Sein Vater ist hoher Beamter im thüringischen Wirtschaftsministerium. Wir versuchen mit Hendrik Möbus Kontakt aufzunehmen. Hallo? Ja, hallo, hier ist Bartsch von ProSieben. Ist denn der Hendrik zu sprechen? Keine Chance auf ein Interview. Hallo? Die großen Vorbilder von Hendrik Möbus kommen aus Norwegen. Hier entstand Anfang der 90er Jahre die extreme Form des Black Metal. Eine absurde Mischung aus nordischer Mystik, Satanismus und faschistischem Gedankengut. Hier wurden die kirchenfeindlichen Lieder auch zum ersten Mal in die Tat umgesetzt.
In Norwegen wurden Gotteshäuser angesteckt, wie 1992 die Van Toft-Kirche in der Nähe von Bergen. Der Höhepunkt ein Jahr später, ein Mord in der Black-Metal-Szene. Ausgerechnet ein Mitglied der norwegischen Kultband Mayhem wird erstochen. Der Täter, Varg Vikernes, Gitarrist der rivalisierenden Black-Metal-Band Burzum. Henrik Möbus bewundert Vikernes. Beide stehen im gleichen Jahr wegen Mordes vor Gericht. Im Gefängnis entsteht ein Briefkontakt. Der Norweger wird zu 21 Jahren Haft verurteilt. Die norwegische Szene beruhigt sich. In Deutschland aber ist Black Metal erst seit kurzer Zeit angesagt. Bilder eines Konzerts der neu formierten Gruppe Mayhem im sächsischen Bischofswerda. Der Sektenexperte der evangelischen Kirche glaubt, dass Black Metal Musik die Fans besessen macht. Ich erlebe, dass solche Besessenheit im Extremfall wirklich zu krankhafter Persönlichkeitsstörung führen kann, zu Psychosen führen kann, dass Menschen Ängste haben, junge Leute ganz konkret Ängste haben, dass jederzeit, wenn das Licht ausgeht zu Hause, wenn sie im Bett liegen, Gestalten erscheinen, die sie belästigen, dass sie Stimmen hören. Im Proberaum von Agathe Daimon, eine der bekanntesten Black Metal Bands in Deutschland. Die Band hat sich vor 3 Jahren gegründet und bereitet gerade eine neue CD vor. Vom Satanismus distanzieren sie sich nicht, lehnen aber Gewalt ab. Wir wollen wissen, was die Musiker über die extremen Black-Metal-Gruppen denken. Die Leute, die das damals getan haben, wie gesagt, die Black-Metal-Szene ist nicht sehr alt bislang. Das waren stellenweise noch ziemlich derbe pubertäre Streiche, die da gelaufen sind. Und heutzutage ist das Ganze, denke ich, ein bisschen überdachter, dass die Leute schon langsam wissen, was sie tun und was einen Sinn hat und was nicht. Spielt das Wut mit, dass sozusagen jetzt ja sozusagen absurd immer hervorgekehrt wird? Das ist Geschmackssache. Wie gesagt, es gibt viele Bands, die in diese Richtung, viele, die in diese Richtung tendieren. Es gibt bestimmt auch etliche, die jetzt mit absurd, was diese Dinge damals anging, sympathisieren. Und ja, das ist, denke ich, Geschmackssache. Also innerhalb der Szene gibt es sowieso ziemlich viele Streitereien, wer jetzt zum Kern gehört, wer jetzt true ist, in Anführungszeichen, also zur wahren Szene gehört. Und es ist einfach doch schon stellenweise ein ziemlicher Kindergarten, was die Szene angeht. An einen Kindergarten glauben die Menschen im thüringischen Sondershausen, wo der Mord geschah, nicht mehr. Seit Henrik Möbus wieder sein Unwesen treibt, kommt die Stadt nicht mehr zur Ruhe. Die letzte Schändung der evangelischen Kirche mit umgedrehten Kreuzen und Pentagrammen liegt zwar schon 2 Jahre zurück, doch jetzt ist die Kirche wieder Zielscheibe satanistischer Hetze. Eines der Hauptopfer ist Pfarrer Jürgen Hauskeller. Er kennt die Mörder von Sondershausen vom Religionsunterricht. Er kämpft gegen die satanistische Szene. Wie gefährlich ist denn die Szene? Ja, ich denke schon, dass sie gefährlich ist. Ich habe hier Post bekommen, nicht zum ersten Male. Das sieht dann so aus, mit satanistischen Symbolen dekoriert. Ihr verdammten Christenschweine sollt jämmerlich verrecken. Preiset Satan. Wir behalten euch im Auge. Passt bloß auf. Darüber kann ich nicht lachen. Das ist schon gefährlich und beweist, dass es eine Szene gibt, die sich in dieser Weise demonstriert. Wie gefährlich ist Henrik Möbus? Indem sich Henrik Möbus in dieser Weise in aller Öffentlichkeit äußert und profiliert, nicht nur als Satanist, sondern auch als Mann mit neonazistischem Gedankengut. Das erschreckt mich schon und ich bin da sehr betroffen. Und ich kann nur nicht begreifen, dass so etwas nicht feststellbar war, dass das auf Bewährung freikommen konnte bei solch Gedanken im Kopf. Das ist mir unbegreiflich. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft gefordert. Sie will Henrik Möbus so schnell wie möglich wieder hinter Gitter bringen. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat hinsichtlich der Restaussetzung zur Bewährung Widerruf beantragt beim Amtsgericht in Erfurt. Und wir gehen davon aus, dass diesem Widerrufsantrag entsprochen wird. Henrik Möbus hat die Band Absurd wiederbelebt. Auch wenn seine ehemaligen Bandmitglieder und Mittäter nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, Henrik Möbus gibt wieder Konzerte mit seiner neuen Band Absurd. Schon bei seinem ersten Auftritt im thüringischen Behringen fällt er durch einen Hitlergruß auf der Bühne auf. Auch hier ermittelt der Staatsanwalt.
Doch Hendrik Möbus kennt keine Grenzen. Der Gipfel der Geschmacklosigkeit, auf dieser Demokassette der Gruppe Absurd, ist der Grabstein von Sandro Bayer abgebildet.